Vielen Dank, Frau Präsidentin. Liebes Publikum, Sie können sich in dieser Debatte entscheiden, ob Sie lieber in einem Land der Denker, Dichter und Künstler leben oder in einem Land der Buchhalter, der knausigen Advokaten, der wirtschaftshörigen Menschen, die Unterricht dann als besser betrachten, wenn keine Kunst unterrichtet wird, die eine Schule dann als besser betrachten, wenn sie für die Wirtschaft vorsorgt, wenn sie im McKinsey-Style unterrichtet wird, wenn sie auf maximales Kapitaleffizienz getrimmt wird. Und wir denken, das ist nicht unsere Geschichte, das ist nicht unser Selbstverständnis, das wir in diesem Staat bisher hatten und das wir auch in Zukunft erhalten wollen. Und deswegen sind wir für die Kunst im öffentlichen Raum. Ich werde in meiner Rede insbesondere darauf eingehen, was der wirtschaftliche Faktor davon ist und was der menschliche Faktor davon ist. Und mein Nachredner Friebe wird nochmal ganz klar auf unser Staatsverständnis eingehen. So, fangen wir aber mal an mit ein paar Sachen zu meinem Vorredner. Lass mal ganz ehrlich, diese 1%-Sache, das sind 40 Millionen, das stimmt, das hört sich von Otto Normalverbraucher viel an. Das bei einem Jahresbudget von 350 Milliarden in unserer Bundesrepublik Deutschland taucht das aber bei diesen ganzen Solarbrücken, die halt irgendwo rumstehen, wo welche der Zahlen erscheint ist, bei den ganzen Philharmonien und bei den ganzen anderen Stuttgart 21-Projekten, wo irgendwelche Technik-Freaks sich verwirklichen wollte, taucht das doch als Fußnote 162 im Jahresbericht der Steuerfallleute auf. Da guckt doch kein Mensch nach, der sich nicht für Kunst interessiert. Das interessiert auch keinen. Aber später werde ich Ihnen darauf eingehen, warum es sogar wirtschaftlich klug ist, das zu machen. Dann haben Sie gesagt, der Unterricht wird nicht besser. Ja, aber wenn wir Goethe im Unterricht lesen, würde er auch nicht tauglich. Aber Goethe ist wenigstens Kunst. Das Selbstverständnis. Und das geben wir. Und über was reden wir denn hier konkret? Ich sag's dir. Ihr habt euch ja gar nicht die Mühe gemacht, darüber nachzudenken. Wir reden hier nämlich zum Beispiel von der Pistole vor dem NATO-Hauptquartier in Brüssel. Oder wir reden von dem Ost-West-Denkmal im Bundeskanzleramt, wo diese beiden Statuen sich umschlingen, aber irgendwie eben doch nicht ganz berühren können und wo wir darüber nachdenken, wie unsere Wiedervereinigung geklappt oder eben auch nicht geklappt hat. Das ist nämlich die Aufgabe der Kunst. Und darauf werde ich auch noch eingehen. Das sind die Fälle, über die wir hier reden. Dazu. Und dann habe ich hier das Ganze auch noch versucht zu diffamieren mit diesem fetten Amor-Argument. Ja. Ich bitte euch, der fette Amor kommt aus der Sixtinischen Kapelle, meine Damen und Herren. Der fette Amor zeugt uns davon, wie es im Himmel aussehen soll. Das führt zu einer kritischen Reflexion mit unserem Afterleben, mit dem Leben, das wir nach unserem menschlichen Leben führen. Bin mir sicher, jeder von Ihnen hatte so ein Erlebnis. Und das können wir nicht so haben, wenn wir Friebe betrachten, das können wir auch nachdenken, wenn wir in die Sixtinische Kapelle gehen. Und deswegen diffamieren Sie nicht so, nur weil Sie es nicht verstehen, meine Damen und Herren. So. Zu meinem ersten Punkt, der Wirtschaftlichkeit. Die klassischen Quellen, finanziellen Quellen der Kunst versiegen. Und Kunst braucht nun einmal Geld. Was waren die klassischen Quellen der Kunst? Das war die Egomanie, der Herrscher und der Kirche, die sich ihr eigenes Denkmal gebaut haben, die sich selber dargestellt und in Stein gemeißelt haben. Zwischenzeitlich sind unsere Herrscher aber nicht mehr so egoman, abgesehen von Schröder vielleicht, aber zumindest die, die noch in Amt und Würden sind, sind demokratisch gebunden. Und die können sich dann einfach nicht entscheiden, dass sie 10% davon ausgeben, ihr eigenes Denkmal hinzustellen, sondern die klassischen Quellen der Kunst versiegen. Und wir wollen diese klassischen Quellen durch modern, demokratisch gebundene Quellen ersetzen. Denn wenn wir doch jetzt durch unsere Altstädte laufen, das sehen wir denn da. Wir sehen Kunstwerke, wir sehen Figuren vor den Häusern und wir sehen vor allem auch Japaner, die diese Figuren fotografieren. Und diese Japaner, die kommen nämlich nach Deutschland, weil wir Altstädte haben, weil es nämlich schön ist, durch dieses Land zu laufen, weil man diesem Land Geschichte und Historie und Kunst atmen kann, weil man sich klar ist, seiner zeitlichen Dimension klar ist und sich vorstellen kann, wie Menschen sich in anderen Jahrhunderten gefühlt haben. Und das ist nämlich ein extremer Wettbewerbsvorteil. Deswegen baut nämlich jetzt zum Beispiel Frankfurt eine Altstadt wieder auf, aus rein wirtschaftlichem Interesse. Und wir denken, dass dieses 1% sich in 10 Jahren zu 10-mal so viel wieder ausgezahlt haben, weil wir einfach unser Land attraktiv halten für Touristen. Und deswegen wird sich diese eine Fußnote 162 am Ende ganz anders wieder niederschlagen. Dazu deine Frage. Du hast doch keinen Botticelli in der Vergangenheit, sondern du hast jetzt die Situation, dass ein Bauherr versucht, irgendeinen Kunstauftrag da irgendwie ranzuschaffen. Glaubst du nicht, dass es besser ist, Kunst tatsächlich kritisch in der Gesellschaft zu haben, an einem Kunstmarkt zu haben und da, wo sie tatsächlich auch die Gesellschaft da erreicht, wo sie sein sollte?
denke gerade nicht, dass der Wettbewerb immer darüber entscheiden sollte, wer der beste Künstler ist. Ich denke, wenn ein Künstler eine großartige Idee hat und sich dann bei verschiedenen Bauherren anstellen kann und Bauherren vielleicht sagen, ja, mach das, ich vertraue dir da, dann gibt das dem Künstler deutlich mehr Freiheit und die Wahrscheinlichkeit, dass die nachfolgende Generation in 100, 200 Jahren als die großartige Kunst ansehen, steigt. Und wir konnten noch nie absehen, was später einmal Kunst war. Das wurde noch nie wirklich gelungen und deswegen müssen wir den Künstlern hier auch eine gewisse Freiheit sorgen, die der Markt alleine eben nicht regeln kann. Und jetzt zu deinem zweiten Punkt und auch meinem zweiten Punkt der kritischen Reflexion. Kunst hat Interpretationstiefe. Das bedeutet, ich verstehe sie nicht. Ich gehe hin und ich denke drüber nach. Und diese Kunst fängt an, mit mir zu sprechen. Denn Schönheit liegt ja auch immer im Auge des Betrachters. Und ich fange an, mich mit meiner eigenen Identität auszusetzen. Natürlich, wenn ich als Ostbürger vor diesem Denkmal stehe, der vielleicht bei den Montagsdemonstrationen dabei war oder der sich erinnert, wie sein Vater und seine Mutter zu den Montagsdemonstrationen gegangen ist, dann habe ich ein anderes Verständnis von dieser Kunst, als wenn ich als Westbürger davor stehe. Das bedeutet, Kunst ist individuell. Es lädt mich dazu ein, mich mit selber zu beschäftigen, mich mit Reflexion zu mir selber zu gehen. Und genau das ist das Staatsverständnis, das wir wollen. Wir wollen einen Staat, der in kritischer Reflexion mit sich selbst steht. Wir wollen einen Staat, der Abstand zu sich selber hat, der sich nämlich nicht nur feiert, der auch sagt, wir müssen darüber nachdenken, was in der Vergangenheit wie geklappt hat und wie wir daraus die Zukunft gestalten sollen. Wir sollen aus der Geschichte lernen. Und das alles kann durch die Kunst erreichen. Und hier erreicht nämlich die Kunst plötzlich den Otto-Normalverbraucher und nicht nur den Berliner Hipster, der veganen, laktosfreien Bio-Döner isst und sowieso 7 Tage die Woche auf irgendeiner Kunstausstellung rumhängt. Nein, hier erreicht die Kunst bei öffentlichen Gebäuden plötzlich den normalen Menschen, der sich da dann Perso abholen will und der sonst eben nicht in Berührung mit solchen Sachen kommt. Und dieser normale Mensch, und das ist ja auch ein toller Vorteil, der hat Zeit. Denn auf eins können Sie sich wirklich verlassen, deutsche Beamte, die arbeiten so schnell, da haben sie Zeit, die Kunst anzugucken. Das bedeutet, wir haben hier die Zeit auch am richtigen Ort und wir haben sie für die richtige Sache, nämlich mit der Reflexion mit sich selber. Und deswegen, meine Damen und Herren, für den Staat, der Abstand für sich selber hat, für eine Wirtschaft, die nach vorne denkt, auf Seiten der Opposition. Vielen Dank.